Hallo und herzlich willkommen zu After Dark. Heute mit mir, wie eigentlich immer. Mir fällt gerade auf, dass ich mehr oder weniger einfach jedes einzelne Mal bei After Dark vor der Kamera saß. Hat irgendwann schon jemand anderes After Dark gemacht? Ihr dürft gerne bei Rocket Beans. Jeder darf gerne mal dem Dark in seinen After. Das ist ja auch nur gesund. Wir spielen heute ein Spiel, das ich heute während des Tages schon mehrere Male falsch gesagt habe. Der Name, der Titel ist Blood Wash. Irgendwie wollte ich immer Blattwurst sagen. Blattwurst. Wie viel davon? 250 Gramm. Einfach so die grobe. Keine Ahnung, irgendwie Blattwurst. Bloodwash. Also eine Waschanlage. Es ist keine Waschanlage, aber es ist irgendwie dann doch. Ne? Es ist eine... ich habe den ganzen Tag überlegt, wie heißt das nochmal? Ein Waschsalon. Es ist ein Waschsalon. Gibt es sowas noch? Scheinbar ja. Zumindest im Spiel. Da links unten rotiert schon Mutter... Oma Eberhard, die rotiert da, die dreht sich schon ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe es gestern gekauft und ich hoffe, dass das Spiel nicht komplette Grütze ist. Aber ich bin offen für Trash. In diesem Sinne machen wir jetzt Play und genießen das, was dann hoffentlich kommt. Hui, rein in die Maschine, okay. So. Weil ich das gerade sehe, nimmst du Subnautica VR vor Seamonster auf? Aktuell nicht. Ich spiele mir gerade einen Spielstand sozusagen hin, den ich eventuell irgendwann mal mit so einem großen Abwasch in VR zeigen werde, aber es ist eher privat. Okay. Jetzt frage ich mich gerade, habt ihr auch keinen Ton? Na gut, ihr hört mich immerhin. What a day. Professor Watt was his usual miserable self and that test was a killer. Hopefully I can just relax and... Of course, Liam didn't do the laundry or clean. I'll have to do a load of laundry. I have an interview for a job tomorrow and have nothing. I'll gather these clothes up and head to the laundry room in the basement. I'm going to have to talk to Liam later. I'm too upset and tired to go through it again. He's going to have to pull it together for this baby. Liam, der Lappen. Guck ihn dir an, nicht mal die Wäsche. Guck mal an, wie der uns hier hausen lässt. Ist das hier Rauch, Grau? Bitte einmal alles in Tabak braun. Was ist denn das hier? Ist ja furchtbar. Und hier soll ein Kind groß werden. Soll das da wohnen? Sind das Sitze? Ist das original gerade euer Sitz, die Box? Also, da kannst du was, egal wie du aussiehst, ich sehe ja nur aus deinen Augen raus, aber ich wette, du kannst was Besseres kriegen als Liam, den Lappen. So. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Liam kann nichts. Wir müssen die Wäsche machen, obwohl wir auch noch ein Kind austragen. Warum stehen da so viele Werkzeugkästen? Nee, es ist Cola, ne? Ich dachte... Liam! Hast du schon wieder einen Werkzeugkasten gekauft? Ja, tut mir leid. Das sah so aus. Ne? Deswegen ist Cola. Schade, ich dachte, alles wird gesprochen. Leider nur manche Sachen. Ach, schade. Ah, ist wirklich schade. Okay, wir suchen mal die Wäsche zusammen. Ich nehme an, sie ist hier halt einfach ne, in der Wohnung verteilt. Das darfst du aber auch nicht alles auf einmal zusammenwaschen, oder? Zumindest das weiße T-Shirt kannst du doch nicht, liebe Nerds da draußen, merkt's euch. Kannst du doch nicht mit dem farbigen Krempel zusammenmischen. Naja. Gucken wir mal. Es ist ja ein Videospiel. Ah, Liam ist also... hat mal wieder gesoffen und Pizza gefressen die ganze Nacht mit seinen Freunden und Dart gespielt. Das verbotene Spiel. Und Jesus hängt auch schon ganz schief in seinem Leben. Ja, ja, Liam. Das wird nichts. So, und wir machen das jetzt erst im Bad. Wir machen mal wieder die ganze Scheiße. Und stimmt, das Ding heißt ja auch nicht Badezimmer, sondern es heißt Waschsalon. Natürlich haben wir keine Waschmaschine, so wie wir das hätten. So. Ist ja alles braun und grau und trist. Ich mag diesen VHS-Look. Einfach weil ich habe den schon bei diversen anderen Spielen auch gefeiert. Irgendwie gibt mir das was. Ich bin aber auch ein Kind der alten VHS-Kassettenzeiten, wo man den Rekorder wirklich noch so auf den Schultern hatte und dann echtes VHS-Tape einlegen konnte. Okay, jetzt bin ich mal ein bisschen ruhiger. Schau mal, was hier... Ich meine, ich habe ein bisschen mehr Stimmung erwartet. Es ist bisher doch ein bisschen ruhig. Keine Musik, gar nichts.
Wir wohnen auch wirklich hier in einer richtig miesen Gegend. Das merkt man noch immer am Flur, aber sie sagt es auch. Moment, das ist doch ein Stockwerk zu weit. Wir sind doch im Keller. Und schon ist es direkt voll furchtbar. Okay, ich muss hier nicht lang, sondern ich wollte hier eigentlich... Oder ist hier... Ah, okay, die Waschmaschine ist kaputt. Deswegen muss ich zum Waschsalon. Das erinnert mich an die eine Situation, als ich auch in der Wohnung gewohnt habe, wo diese unten dann die Waschmaschine war. Und ich habe die falsche Wäsche mitgenommen. Ich habe die... Oder wie war es? Habe ich die falsche Wäsche... Ich weiß nicht mehr, was... Ich glaube, ich habe mehrere Sachen gemacht. Ich habe einmal die falsche Wäsche mit zu mir hochgenommen und habe die dann ein, zwei Tage lang nicht rausgerückt, weil ich quasi zu abgelenkt war. Und dachte mir immer, ja, bringst du runter, bringst du heute Abend runter, bringst du morgen früh runter, bringst du halt nicht runter. Und dann habe ich sie irgendwann runtergebracht und habe einfach nichts mehr damit zu tun gehabt. Und das andere Mal dachte ich mir, oh, wer benutzt denn hier meine Waschmaschine? Und habe die Scheiße, die da drin war, hochgeräumt. Und dann habe ich die noch tagelang da liegen sehen. Und dachte mir, welcher Vollidiot holt denn da seine Wäsche nicht ab? Und dann stellt sich raus, es war meine Wäsche. Das sind meine zwei Waschmaschinengeschichten. Aber wir gehen jetzt wieder hoch. Alter, der Womb Ripper strikes again. In the early hours of the 30s, authorities were called when a possibly found a terrible mangled corpse. Haphazardly. Das Wort habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Hop oder hap? Haphazardly? Das Wort denkst du dir doch aus, Spiel. Kennt jedes Wort? Das habe ich noch nie gehört. Ich habe wirklich, ich habe 1 Milliarde Filme gesehen, 1 Milliarde Bücher gelesen. Haphazardly? Chat, sag mal auch mal was. Haphazardly. Das ist doch kein Wort. Egal. Terrible mangled corpse haphazardly tossed on the nearby grounds. Das ist kein Wort. Ihr lügt. Die Frau war schwanger. Just like previous victims, the fetus was cut out and assumed to be taken by the assailant. Also da hat der ihr einfach das Ding geklaut. Das Kind geklaut. This is now the fourth. Okay, das vierte Opfer und offensichtlich ist das ja alles furchtbar. Ich bin ja auch eine Frau, also macht mir das im Spiel jetzt auch echt Sorgen. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Stan grinst mich einfach nur aus der Tür an und steht. Also wenn jemand so an seiner Tür stehen würde, es würde mir mega die Angst machen. What's up, Sarah? Oh, you know, trying to balance life, school and job hunting. It's a tough world these days. Liam been treating you well. When he isn't drunk, yeah. Look, you'll tell me if it gets bad, yeah? I know it ain't easy to talk about, and you don't have to tell me nothing. Just promise me you'll tell me if you need help. My sister used to be in a bad situation too, and there's places you can go. Mal wie deine Wohnung wahrscheinlich. I appreciate that, Stan. I really do. Yeah, sure. You doing some laundry at this time of night? I'm trying to. Of course, when I really need it, the washer downstairs is broken. Ain't that some shit? Yeah. And speaking of shit, I have an interview tomorrow, so I guess I'll show up smelling like crap. Well, if it's an emergency, I heard of this laundromat that's open 24/7, just outside of town. Still early enough to catch the last bus. Alter, auch noch außerhalb der Stadt? I'll have to say, though. It's a hell of a time to be out so late, especially with that maniac roaming around. I'm a big girl, Stan. Do you know the address? Sure, sure. Let me write it down for you. Just promise me you'll take care, all right? Okay.
Okay, da bahnt sich doch schon der dramaturgische Wendekreis des Spieles an, wenn ich nämlich außerhalb der Stadt plötzlich dem Womb Raider begegne, wovon ich ausgehe. Habe ich die ganze Zeit auch die Wäsche jetzt dabei, ne? Jetzt nehme ich den, genau, habe ich denn auch Geld? Ja, habe ich, ne, für den Laundromat. Ja, haphazardly, ganz viele sagen, sie kennen das Wort. Ich glaube das auch. Ich bin nur echt wirklich überrascht, weil ich das irgendwie nie wahrgenommen habe. Interessant, wie einem so ein Wort so lange entgehen kann. Ja, ich nehme an, hier ist nicht mehr viel. Ich lasse den Dude jetzt einfach mal in seiner scheiß Dusche stehen und Stan. Hey Leute, also Stan ist auf jeden Fall sus. Der ist definitiv einer von den Leuten, denen ich nicht im Gang begegnen möchte. Aber ihr könnt das gerne mal privat ausprobieren, wie die Leute reagieren, wenn ihr so vor eurer Tür steht. Einfach nur auch nett. Ihr seid total nett, aber ihr steht halt immer so da. Und dann verfolgt ihr die Leute auch nur mit den Augen. Hallo, na? Oh, gehen Sie doch zum Waschsalon außerhalb der Stadt. Ja, ja, der gefällt mir ganz gut. Bis dann. Das ist doch irre. Ich bin sehr gespannt, was an dem Spiel gleich mir Angst einjagen soll. Weil es mit so einer Optik ja auch schwer wird. Und ich wundere mich immer, dass solche Spiele damals nicht gemacht wurden, zu PlayStation 1 Zeit. Also weil die, naja, man könnte jetzt davon ausgehen, die technischen Möglichkeiten waren da. Jetzt bin ich schon wieder hier. Alter, Nils, du bist es, Mann. Was ist denn los? Hast du ein neues Hemd? God damn, girl, you scared the Jesus out of me. Du aus mir, Nils, du aus mir. I scared you. You scared me. What the hell are you doing creeping around down here? Look, I'm sorry for scaring you. I'll tell you, but can you keep this to yourself? Jesus Christ, Joe, you're insane. Yeah, I can. What's up? The missus kicked me out and it's too cold outside, so I'm trying to wait her out down here. I really didn't mean to creep on you. On it. I believe you. Just next time maybe don't go around slinging doors open and hiding in the dark. Was ist das eigentlich für ein Raum? Wohnt der da einfach in der Zwischenwand? Man sieht ja sogar, wie dahinter die Mauer ist. Ich meine, es mag eine stilistische Entscheidung sein. Ich finde es aber auch irgendwie sehr weird. Wohnt der einfach? Ist das der Mann in der Wand? I will. Thanks, kid. Say, if you want to use the washing machine, it's broken. Yeah, thanks. I figured that out. Bizarro Nils, ja, aus Azuka. Das könnte er sein. Er sieht wirklich unfassbar aus wie Nils, ne? Sogar dieser Kopfballon, der hier ungefähr das Gesicht darstellen soll, selbst der hat eine gewisse Nils-Ähnlichkeit. Also er könnte durchaus jetzt noch eine Brille drauf. Das ist eigentlich alles. Ja, exakt so sieht Nils von unten aus. Und das Hemd? Okay, ich war so fasziniert davon, dass ich gar nicht wirklich drauf geachtet habe, ob mir jetzt noch irgendwas. Oh, you're getting scared. It's okay. Ob mir irgendwann eine Aufgabe gegeben wurde, aber nein. Es geht nur darum, rauszukommen. Oder? Ja. Aber ich frage mich immer, Moment, warum ist denn hier nicht der Ausgang? Warum ist hier der Keller? Ich will doch einfach nur. Einfach nur raus. Ist das hier? Ja. Okay. Oh. Das ist keine. Ach, hier ist ja alles schlimm. Ist das ein Spiegel? Nee, bringt nichts. Na gut, gehen wir zu dir, Creepy Junkie. Hi there. Are you okay? Can I get you anything? It's gone. They took it. Did someone steal something from you? They took it. The people in the walls. They took it from me. Oh God, she's here now! I should probably leave him alone. Poor guy. Er hat aber doch recht. Es sind ja Leute in der Wand. Okay, schlimmer als hier kann es ja eigentlich nicht sein an der Ecke, wo wir gleich hingehen, oder? Ich meine, wir warten jetzt auf den Bus. Schauen wir direkt hier, das ist schon mal gut. Und dann fahren wir außerhalb der Stadt zum Waschsalon. Okay.
Okay, kein Bus. Kein Bus. Da steige ich nicht ein. Alles hier ist so ein bisschen suspekt. Ich muss ja noch was bestätigen oder so. Ey, und was ist, wenn das jetzt der Womb-Killer ist? Da steht, wartet nur drauf. Aber ich bin ja vielleicht... Oh, scheiße, ich bin ja sogar schwanger. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich habe mir eben noch gedacht, der Dödel, der Lappen, der Liam... Alter, das ist eindeutig der fucking Womb-Raider. Ja, naja gut, dann gehe ich halt einfach meinem Schicksal entgegen. Der hier hat auch ein schlimmes Schicksal. Guck ihn dir an. Ey, Peter, guck mal kurz her, klick. Du, darf ich dein Bild benutzen in meinem Indie-Titel? Du bist der Busfahrer. This hour, if you don't mind me asking. Da ist der Kalle aber freundlicher. The laundromat on the outside of town. Genau. Not sure I believe that. Pretty late to be doing laundry. Hey, if you're looking to score, I have a good deal just for a pretty little thing like you. You won't even have to pay cash, if you know what I mean. Okay, das ist ganz sicher nicht Kalle, sondern es ist ein hinterhältiges, korruptes Busfahrer-Inzell-Schwein. Whatever, bitch. Alter, da hat man schon gar keinen Bock mehr. This piece of junk rolling again. Das ist ja furchtbar. Ey, check mal dein Privilege, Alter. Wie? Und der Typ nennt mich Bitch. Hallo. Hallo. So. Der sieht, und Chester, sieht das Muster von dem Sitz besser aus als der Typ hier. Okay. Ich setz mich hin. Ein Foto. Ah. Ist aber auch kein schönes Foto. Ja, okay. Ist hier noch irgendeiner nicht? Okay. Nicht viel mehr machen. Start auch nur. Okay, jetzt kommt er rein. Alter! Der sieht aber auch ganz furchtbar aus. Guck dir das mal an, wie der aussieht. Ja, hallo. Ja, wir haben uns schon... Jetzt fühle ich mich zum ersten Mal als Frau. Ich fühle mich wirklich, wie sich wahrscheinlich eine Frau täglich im Bus fühlt. Nur, dass die Typen, die sie Frauen ancreepen, wahrscheinlich nicht ganz so schlimm aussehen. Wobei ich nicht weiß, hat er einfach die Doppelfaust aufs Auge bekommen? Oder trägt er so eine schlechte 90er-Jahre-Matrix-Brille in Rot? Auf jeden Fall hat er so ein Doppel- oder Triple-Kinn, hier ein bisschen Bart... Und dazu dieses haarlose Vanillepudding-Gesicht. Furchtbar. Da möchte man wirklich nicht mehr weggucken. Kann ich aufstehen? Ich kann gar nichts machen. Super unangenehme Busfahrt. 0 von 5 Sternen. mein Gott. In diesem Fall macht es die Grafik tatsächlich extra gruselig. Das stimmt. Ey, und wer auch immer das programmiert hat, uns hier jetzt einfach mal so eine Minute oder zwei mit diesem Busfahrer
Gast, mit diesem Busgast und dem Fahrer auch schon, der auch creepy ist, alleine lässt. Uiuiui. Oh, ich muss was machen. Nee. Ich meine, ich... Ah! Ah, du unangenehmer Lochaugen-Fuzzi! May I sit beside you? Nein! There's plenty of other seats, so I don't see why you would need to do that. May I sit beside you? Nein! Are you deaf? Do I need to get the driver to throw you off? You're going to die tonight. What? You're going to die tonight. I've seen it. Tonight is your last night on Earth. You are walking straight into your doom. Can't you see that? You and that child inside you. How did you... will be found, just like all the others. Ripped open, your insides displayed for all the angels above to look down and see. Oh yes, of that I am certain. Please, just stop talking. May I sit beside you? All right, miss, this is your stop. Ah, jetzt möchte ich plötzlich eigentlich nicht mehr raus. May I sit beside you? May I sit... Alter, der geht mir auf die Eier. Also ich muss sagen, das war jetzt auf jeden Fall ein krasser Jumpscare. Irgendwie habe ich da überhaupt... Ja, da gehen wir jetzt mal unserem Schicksal entgegen sauberer Wäsche. Ja, doch. Bisher. Musik, Stimmung. Auch die, so die Schnitte. Die Art, wie alles präsentiert wird, so mit dem Intro, mit dem Prolog und dann jetzt den Titel und so. Das ist schon irgendwie cool. Und da sind wir wieder bei meinem Gedanken, dass man das damals wahrscheinlich, damals war man noch überhaupt nicht so weit, was Geschichten erzählen angeht in Spielen. Siehe Half-Life 1, was das ja neben Unreal gestartet hat. Diesen Trend, sag ich mal. War man damals einfach nicht so weit, eine Geschichte so geil zu erzählen, auch wenn es technisch möglich gewesen wäre. Das ist aber auf jeden Fall überhaupt keine einladende Geschichte hier. Aber ich kenne tatsächlich diese Ecken ganz gut. Die gibt es ja, also eigentlich überall in den USA gibt es dann immer diese großen Parkplätze, umgeben von Fast-Food-Läden, irgendwelche, ja, Laundromats oder kleine Kioske, ja, also es ist wirklich, ist das Peepaws? Okay, machen wir später. Yes, what is it? Oh, are you all really open all night? We're open all night, but I take my naps at midnight, so you better not need anything after that. Oh, okay. I'll be sure not to need anything. Yeah, we'll see. Und das ist jetzt also dieser sagenumwobene Waschsalon. Immerhin, ich bin tatsächlich froh, nicht ganz allein zu sein, aber ich glaube, dieser
Angestellte wird ja irgendwann verschwinden am Mitternacht. Late night wash too. Da wird's wahrscheinlich richtig schlimm. Yeah, I work night shift at the factory down the road. This place is the only one open when I get off work. Ja, auch Keanu Reeves muss seine Wäsche heute machen. Da bin ich froh, dass er hier ist. When the first one burnt down. First one? You knew around here? Yeah, this place used to be next door years ago. But there was a big fire. I don't think they ever found out exactly what caused it. That sounds awful. Girl died in that fire too. An employee. I don't like to spread rumors, but... But what? Pretty mysterious. The way she died, I mean. It wasn't a fire that started quickly. She should have had plenty of time to get out. But she was found in the office. I heard they were close to opening up a murder investigation. That a detective thought the girl was locked in. But then decided to drop it when nobody came up. You know, cops. Lazy sons of bitches. Well, if that's true, it does sound pretty suspect. Sure does. Feels like it got swept under the rug pretty quick, what with the womb ripper coming around and butchering those women. That has all the headlines these days. Ja, jemand sagt es auch gerade im Chat, es sieht ein bisschen aus, als wäre sein Kopf einfach falsch rum. Aber ich glaube, er sieht von beiden Seiten eigentlich mehr oder weniger furchtbar aus. Also, guckt euch das mal an. Die Schulter, also allein dieser Schulterpart scheint doch fast genauso groß zu sein wie sein Kopf. Wenn man von der richtigen Seite hinguckt. Aber das hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen was geklärt, aber auch nicht viel. Wir suchen uns eine Waschmaschine. Weiß, rot, blau, die freie Wahl der Waschfarben. Gelb. Da ist ja alles dabei. Da, die eine soll es sein. Was ist denn das für eine Farbe? Warte mal, was ist das? Hellblau? Nein. Waschgrün? Was ist denn das für eine Farbe? Da gibt es einen Namen. Kachelblau? Ist das der Himmel? Es gibt auf jeden Fall dafür eine klare Farbbezeichnung, die mir nicht einfällt. Oh, Change. Fickerei. Kann man das anmachen? Das ist so eine Sache, genau, man braucht Magazine, man braucht alte Arztmagazine. Okay. Okay, Münzen. Ja, wahrscheinlich bei ihm, oder? Ich bin ja überhaupt nicht versiert in diesem amerikanischen Waschanlagen-Setting. Ich weiß gar nicht, ich weiß, das gibt es in Deutschland auch, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe es offen gesagt nie benutzt. Meine Mutter hat mir am Anfang, als ich ausgezogen bin, eine Waschmaschine geschenkt und die hat sehr lange durchgehalten und die ist jetzt, steht die immer noch, jetzt nicht mehr, aber seit ein paar Wochen steht sie nicht mehr, aber sie stand hier immer noch hier unten im Keller bei der Arbeit in der Heinrichstraße und damit wurden noch Game 2 Requisiten gewaschen, lange Zeit, bis sie dann wirklich den Geist aufgegeben hat und dann hatte sie aber auch ihren Soll erfüllt. Oh, Türkis. Are you das all war's. Really open Danke. All night? Türkis. We're open all night. Oh. Warte mal, ich will aber noch wegen Kleingeld, wollte ich. Was ist das hier? Lost and found. Okay, das nehme ich einfach mal mit. Das ist ja geil. Jetzt habe ich da einfach mal so ein Game Gear, habe ich geklaut. Den guten mit Farbe. So, was ist hier? Vending. Mann, ich brauche doch einfach nur Kleingeld. Kann doch nicht euer Ernst sein. Naja, ich guck mal hier weiter rechts. Wand? Es sieht aus, als würde hier irgendwas aufgehen, als wäre es eine Geheimwand. Ah, kommt da hinten um die Ecke. Warum habt ihr den Gang überhaupt da reingestellt? Das wäre gerade hier gewesen. Da. Hm.
war eine dumme Idee. Alles für den Gag. So. Jetzt kann ich mich endlich umsehen, offiziell. Achso, ich brauche immer noch die Fernbedienung. Die kann ich nur. Oh. Dass ich hier einfach alles mitnehme. Ah, da ist die Fernbedienung. Deswegen spiele ich Spiele, damit ich in den Spielen den Fernseher anmachen kann. Wie kann ich den, ne? So vielleicht? Ja. Moment. Da. Welcome to Glacier. Das ist ja einfach geil, dass das geht. Where the air is fresh, the sky is blue, and the slopes are killer. This winter, Mount Doubleton has a new resident, and it's decided to dine in. Will these innocent skiers survive, or will they become mincemeat? It's some kind of savage beast. It's some kind of dangerous freak. It's ski. Welcome to Glacier Peak Ski Resort, where the air is fresh, the sky is blue, and the slopes are killer. Es läuft jetzt einfach die ganze Zeit. Also ich muss sagen, das war richtig nice. Ich mag es, wenn dieses Metaverse so aufgebaut wird, ein bisschen wie bei Alan Wake, wo es ja auch die Fernsehsendung dazu gibt und es ja das Buch zu dem Autor, der Hauptcharakter ist, gibt und all das. Ich finde es super. Auch, dass man jetzt hier tatsächlich dieses dämliche Spiel spielen kann. Okay. Press the left mouse button to start. Ach, das war gar nicht gut. Keine Ahnung. Wo? Okay. Dreiecke. Nee, das kann es nicht sein. Dafür gibt es keine Punkte. Ich raff's nicht. Wofür gibt's Punkte? Es gibt wirklich für sie Punkte. Okay. Was ist das für ein Spiel, sag mal? Der Chat sagt es auch gerade richtig, die Musik ist ganz geil. Ah, oh, ich habe den Baum berührt. Das erinnert mich an Musik, die Trant gemacht hat. Oh nein, wieder alles resettet, scheiße. Hier, einmal kurz auf 10 kommen. 10. Ah, okay. Ich dachte, es gibt vielleicht irgendwas, sobald man einen gewissen Highscore hat, aber nein, es gibt einfach hier. Ja, nice. Und da sind wir, ne? Ich finde super, dass all das hier tatsächlich auch funktioniert, dass man sich das angucken kann, dass man einen Eindruck davon bekommt. Moment, das wollte ich nicht so. Next. Okay, irgendjemand verliert etwas. Ich nehme an, es ist ein Penis. Ein Finger. Und dann hat das ein Hund gegessen und der Hund wurde aufgeschlitzt, damit der Kollege seinen Finger wieder bekommt. Also die Warte-Experience kriegt das Spiel eigentlich ziemlich cool hin. Dass man wirklich rumsitzt und sich eben
mit dem Kram, den man so hat, irgendwie ein bisschen beschäftigt. Oh, Baby in the Oven. Das ist sicherlich Meta, denn es wird sich auch ein bisschen um mich drehen. Aber hier wäre es schöner, wenn das irgendwie vertont wäre, weil die Vertonung war bisher ziemlich gut. Es gibt irgendwann ein Mordopfer namens James Brody. Drei Morde bisher. The air is fresh. The sky is blue. And the slopes. Oh, Kinder. The culprits have all been different babysitters. Also es sind verschiedene Babysitter gewesen und es geht immer um Kinder. Tja, das ist total unangenehm. Und die ganze Zeit, dieser eine Trailer im Hintergrund, ne? Das ist geil, das wollen wir doch haben. So, ich hoffe, dass das Comic jetzt nicht so ewig geht, aber ich will es eigentlich schon lesen, um zumindest zu gucken. Oh Mann, es geht ganz schön lange, ne? Es taucht noch ein Detective aus. Und wir überblättern jetzt mal schnell. Wir haben nicht so viel Zeit. Sie ist auf jeden Fall die nächste Babysitterin. Und natürlich kommt jemand wieder mal. Nein, es ist gar nicht der böse Womb Raider. Er ist der Womb Killer. Sondern es ist wohl der Freund. Und wir alle wissen, auch von Scream, wenn der Freund kommt, während sie babysittet, ist er ein Idiot und sie bald tot. Weil das quasi den Plot-Armor aufhebt. Sobald du Geschlechtsverkehr hast mit deinem Freund, während du eigentlich babysitten sollst, ist der Plot-Armor aufgehoben. Aber in dem Fall haben sie gar... Alter! Was geht hier ab? Die haben ja gar keine Liebe, sondern da ist einfach ein widerliches Monster und das schnabuliert sich das Kind? Mein Gott, wie soll man das denn alles verstehen? Da oben rechts, das ist es. Krass. Wie unangenehm. Beide. I'm almost complete. Oh Mann, aber er macht tatsächlich was. Also ich wäre, genauso wie er unten rechts, hier, wäre ich zum Ausgang gerannt. Es gibt leider nichts mehr, was ich für dich tun kann. Ich kann nur noch mich selbst retten, denn ich will studieren. Und ich werde es wieder gut machen. Er würde ich dann am Telefon ihr auf die Mailbox sprechen. Wohl wissend, dass sie längst mit der Todeslady auf dem Weg ist. So, Moment. Da. Er aber stürzt sich auf sie. Und dann züngeln sie ein wenig. Und dann kommt die Schrotflinte. Die alles verbessernde, alle Situationen lösende Schrotflinte. Aber wer hat die denn? Warum? Wer ist denn? Ach, ist sie das? Wer ist das? Warum fehlt ihr das Gesicht? Was? Was ist denn hier passiert? Das muss ich jetzt erstmal raffen. Also es ist wirklich sehr schockierend. Es erinnert mich sehr an die alten Gespenstergeschichten, die ich früher in den 90ern gelesen habe. Das waren immer auch so solche Geschichten, wirklich ziemlich genau dieselben. Auch die Art, wie es gezeichnet wurde. Ich glaube, das ist eine Hommage an diesen nostalgischen, schäbigen Trash-Comics, so ein bisschen Pulp Fiction-artig, nur mit Horror. Also ich kann das jetzt... Ihr seht ja, es geht ewig, ne? Es geht ganz schön lange, es ist gut. Aber ich kann es jetzt auch nicht komplett durchlesen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Spiel habt, euch das auch mal anzugucken. Irgendwie sah das ganz cool aus. Kann ich noch weiter zappen? Nee, ein Kanal und der Kanal zeigt nur den einen Trailer. Ah, schaut euch an, ich habe sogar... Kleine Errungenschaft freigeschaltet, indem ich endlos auf dem TV-Button herumdrücke. Ja, ist es fertig vielleicht jetzt? Was ist das hier? Weißt du, was das ist? Not my kind of doll, if you know what I mean. Ja.
Also ich weiß, oh mein Gott, wie unangenehm. Ich weiß sogar, dass das Unangenehme ist, dass ich weiß, was du meinst. Hallo, ich habe hier einen furchtbaren Todesschädel abzugeben. Der lag hier einfach rum. Okay, der kommt nicht mehr. Ich rieche auch schon verbrannte Tabak und andere Dinge. Kräuter. Der kommt nicht mehr. Der macht Feierabend. Moment, ich wollte gerade sagen, das ist die Drying-Maschine. Da, oder? Wo ist das denn? Da. Fertig. Da, der. Gefalten. Kommt direkt gefaltet schon. Als Quadrat, als Block kommt's raus. Ich mach mal, ich hole mir, weil ich nicht weiß, ob es eventuell nötig ist, noch Geld, aber nein. Mehr habe ich eh nicht. Warum habe ich diesen komischen, diese Puppe dabei? Ach, Dryer, genau. Da war ja noch. War ja noch was. Jetzt wird's aber interessant. Diese Klingel wurde nicht geklingelt. Nur ich darf sie klingeln. Und ein Schlüssel wurde für uns wahrscheinlich hinterlegt. Ist ja klar. Damit. Nee. Hä? Achso, Game Toy. Deswegen. Ach, das geht gar nicht. Ja, ich weiß, lieber Chat, dass der Thekenmann ab 12 weg ist, aber ich... Die Uhr... Genau, wollte ich gerade sagen, die Uhr zeigt ja noch gar nicht Mitternacht an. Also, naja, gut. Also für ihn ist 12 Uhr, ist quasi so 8-tisch. Ich gehe so 4-5 Stunden früher, gehe ich dann schon mal. Warum kotzt eigentlich der Mann, wenn sie schwanger ist? Es ist alles, alles ist falsch in dieser Beziehung. Okay, ich wollte hier eigentlich die. Ich muss diese. Ich muss den Kram hier mal weglegen. Ich würde gerne mal keine. Ich würde gerne nichts in der Hand halten. Einfach mal nichts in der Hand halten. Das wäre doch auch mal schön. Ja, so. So, was war denn nochmal? Genau, wir wollten eigentlich an den Trockner und da war dann. Ach nee, der läuft. 12 Minuten? Da frage ich mich doch direkt, sind das echte 12 Minuten? Okay. Schlüssel. Finden wir raus. Hier, ne? Vielleicht war hier ja vorher zu. Ah. Okay. Dann kann ich das doch sicher hier mit. War das? Okay, ich versuche das gerade wieder herzukriegen. Okay, ich kann das irgendwie nicht. Jetzt geht gar nichts mehr. Ja, stimmt wohl. Okay. Oh! acht sechs sieben fünf drei null neun darauf kannst du dich ganz doll freuen. 8675309 8675309 8675309 8675309 darauf kannst du dich die ganze Nacht freuen. 8673. Oh. Cool, no one's called me that before. Ich musste mir das gar nicht merken. I mean, hey there, studette. I'm so glad you called. It's been so lonely over here. Been thinking about your big cut. Wait. Das ist echt,
dass man überhaupt in der heutigen Zeit dann noch Geld damit verdienen kann, Sextelefonate zu machen. Und dann aber als Laufkundschaft sich denkt, ach ja, die in den Toiletten bei dem Waschsalon. Da schreibe ich mal meine Nummer hin. Scheint ja zu funktionieren, muss ich zugeben, aber weird. Damn it, I'm sorry. This is my first night on the job. Ah, mein Gott, sie ist auch noch... Sie fängt auch noch an. That's okay. I didn't even know what this number was for. I just called for kicks. Oh, phew. It's been one night, but I've had my fair share of creeps. Oh, I bet. Well, what kind of person just dials a random phone number at this time of night? Und für dich. A burnt-out college student who's waiting for their laundry to finish so she can... Those places are still open at this time of night? Just this one, a little out of town. Wait, in that plaza with the pizza palace? Yeah, that one. You know it? Yeah, I live out there. Hey, you really shouldn't be out over there this late at night, not with the Womb Ripper at large. I know one of the girls who went missing. She disappeared around that area, and I'm telling you that you should really just go home. There's some things that the newspapers don't talk about. Aber ich brauch doch saubere Wäsche. There's more to it than just the stalking and killing. It's a real psychopath, and you are right in the middle of its hunting ground. Do you understand? Okay, wir haben's verstanden. Vor allen Dingen, als ob Stalking und Killing nicht schon reicht, er ist auch nur ein Psychopath. You need to take your laundry right now and get out of there as fast as you can. Mein Gott, nein, ich wollte doch nur ein bisschen Sexanruf machen. 60 seconds has ended. To have another late night sexy conversation, please enter your credit card number now. Oh, that got intense. I really wish I could leave. I'll just have to keep a lookout. Ja, Mann, du kannst nicht abhauen. Die nassen Unterhosen. Du musst sie unbedingt mitnehmen. Ich würde an dieser Stelle längst wäre ich abgehauen. 8 Minuten. Ihr spinnt ja. Doing a late night wash too. Yeah. Was a real pain. First one? That's okay, girl, das haben wir schon. I heard. Well, if doing ich frag mich gerade. Yeah. First one? Du. That's girl. But what? Ich frag mich gerade, ob der Laden, der abgebrannt ist, vielleicht nie wieder aufgebaut wurde. Weil das würde ja bedeuten, dass wir hier in so einer Art Zwischenwelt à la Silent Hill sind, wo uns nur vorgegaukelt wird, dass dieser Laden existiert. In Wirklichkeit stehen wir die ganze Zeit in einem ausgebrannten alten Gebäude mit den Leichen des damaligen Brandes. Ja, sehr gute Antwort. Also es wird uns natürlich schon sehr deutlich gemacht, dass da offensichtlich jemand schwanger ist und gleichzeitig auch dieser schwangeren Jäger auf der Suche ist. Also natürlich erwartet man das die ganze Zeit. Vielleicht ist auch der Twist des Spieles, dass es nie passiert. Eigentlich haben wir doch jetzt alles. Könntest du doch eigentlich deine Münzen aufheben? Brauchst du gar nicht. Müssen wir eigentlich reinwerfen, den Snack gönnen. Das war schlimm. Was war das? Hallo! Die Dinger machen komische Geräusche! Hallo! Das ist aber wirklich ein ganz, ganz schlechter Mitarbeiter. Ja. Und damit stehen wir jetzt wirklich vor dieser dämlichen Geschichte und müssen 6 reale Minuten abwarten. Wer hätte das gedacht? Hättet ihr gedacht, dass der heutige Abend damit endet, dass wir beide zusammen vor der Waschmaschine stehen oder vor dem Trockner? Und das hören? Hat so ein bisschen was diesen Kaffeemaschinen-Style von dem Video von die Kaffeemaschine. Oder auch die Party in Matrix 2 in Zion. Wir sind Zion! Und wir haben keine Angst! Und steckt jemand den Stecker von der Trockenmaschine rein. Ja, Mann! Und die Beine knietief im Matsch, tanzend. Also es gibt Schlimmeres, was man mit seiner Zeit anfangen kann, als mir hierbei zuzugucken. Es gibt nicht vieles, aber es gibt ein paar Sachen. So,
doing a late night wash too. Mann, Alter, du, jetzt gehst du mir aber auf den Sack. Du kannst ihn doch nicht immer dasselbe fragen. Du bist ja voll creepy. Hör doch einfach auf. Frag doch nicht nochmal dasselbe. Okay, Klo waren wir schon. Hier noch, genau, hier ist ja auch noch die Wand. Ich meine, es ist natürlich so gedacht, dass man... Oh, ich kann rausgehen, höre ich. Es ist natürlich so gedacht, dass man in der Zeit sich das Comic und ähnliches anguckt. Das haben wir ja zum Teil ja auch schon gemacht. Oh, das ist ja geil. Ich kann vor die Tür. Ach du Scheiße. Das ist doch dasselbe Auto wie vorhin, oder? Zum einen, weil der Entwickler nur eins bauen wollte und das schon nur gerade so hingekriegt hat, und zum anderen, um zu zeigen, dass der Typ entweder hier auf mich wartet oder schon drinnen ist. Es kann eigentlich nur der Typ sein, oder? Der halt so pseudo unbeteiligt vor seiner Waschmaschine steht. Ich bin mittlerweile schon beim Trocknen, er ist noch bei der Waschmaschine. Warum? Ah, customer. Looking for a TV? Toaster? Blender? Sorry, I'm just browsing. Oh, what kind of person just browses appliance stores at this time of night? I'm just waiting on my laundry. Well then, why don't you just buy a washer and dryer here? We have the newest models at the lowest prices. No offense, but I feel like you're the newest thing in the store. Why, thank you. I do take pride in my appearances. Ja, viel mehr kann man hier nicht machen. Wir haben natürlich kein Geld. Wow. Aha. Ein neues Spukheft. Oder? Ja, ich glaube, das war's. Kann man das, wie kann ich das, warum kann ich das nicht nehmen? Gib es mir, das Item. Ich drücke jetzt wirklich jeden Button. Frechheit. Okay, irgendein andermal. Oh, ich krieg so Hunger. Pizza Dude? Pizza Dude? Ich würde ja sagen, ist es nicht eine Frau? Oh, nee, obwohl? Weil es 2021, aber ich würde sagen, naja, ich nenne dich einfach nur Pizza. Sorry, didn't see you there. Can I get you anything? No, thanks. I'm just killing time until my laundry next door is done. Well, you're out late. Just a heads up, we're closing soon. Feel free to hang out until then, though. Die Pizza-Person lässt uns immerhin hier ein bisschen abhängen und mein Gott, krieg ich Hunger! Hm. Oh, das ist ja genau die Frau, von der uns schon erzählt wurde. Yeah, ist wieder Arcade-Time. Alter, ist das ein Penis? Wie geil. Er will doch einfach nur mit seinem vollgekotzten Hemd, seiner Flasche voll Alkohol und seinem einen Schuh und seinem schwingenden Penis möchte er einfach nur von der Schanze zur Reeperbahn laufen. Doch nein, die verschweinte Polizei lässt ihn nicht. Sie blockiert seinen Weg und er muss von links nach rechts. Was für eine Gemeinheit. Polizeistaat. Oh nein, die reiche Schlange verhindert, dass ich das Gold nehme, was ihr aus der Tasche fällt. Was? You are a capitalistic casualty? Ich wurde vom Gold der Schlange mit dem Hut aus dem Spiel geworfen.
If a good night's sleep isn't in my future, then I don't want to hear about it. Ja, das ist der Sultan aus Big. Kennt ihr wahrscheinlich den Film mit Tom Hanks, ne? Big. Kennt ihr Big? Okay. Nix ist hier für mich, obwohl das vielleicht näher. Alter. Hier muss man aber auch einfach mal dem Text glauben, damit man das Geschlecht erkennt. Das könnte auch einfach alles sein. Das könnte eine alte Schildkröte sein, wenn es nach dem Gesicht geht. You look just like her. Who? Same eyes. Same hair. Lass mich raten. Oh, she used to be so beautiful. Ja, die andere, ne, die geklaut wurde vor einer Woche. But I've lost her. It's been so long now. And I can't find her. Oh, did you know one of the girls who went missing around here? Ma'am? I guess she's done talking. Ja. Okay, offensichtlich, es wird immer offensichtlicher, wir sind hier wirklich in ganz großer Gefahr. Ihr scheint es nicht so wirklich bewusst zu sein. Und hiermit gehen wir in den letzten Raum. Peepaws! Ach ja, ein Pfandladen, oder? Nee, ein Kiosk. Okay. Das ist ja geil. Ich habe nichts erwartet. Ich dachte, sie haben so einen ablehnenden Text. Aber nein, immerhin haben sie ein bisschen was sich ausgedacht. How to tell if your child is a Satanist? Do they experience mood swings? Do they not experience emotions? Do they listen to aggressive music? Do they play board games? If you answered yes to any of these questions, Satanism might have infiltrated your home and you are in the danger of being sacrificed in hell. Das ist lustig, aber auch dumm. Vielleicht aber auch nur wegen der Telefonnummer da unten. So ein Hunger, ey. Can I help you? Looking for anything specific? Das T-Shirt möchte ich. A movie? A video game? Fish? Ich hätte gerne eine Uhr, die läuft. Warum ist es hier immer dieselbe Zeit? No, just browsing, thanks. Alright, well, let me know if you need any help. And don't you even think about stealing anything. I have eyes everywhere. Es wäre jetzt gut, wenn er so in alle Richtungen schielen würde, dann würde man es wouldn't dream of it. Wollen. You have quite an assortment of things. What kind of store is this again? It's Peepaw's. I'm Peepaw. It's my store. Right. Okay, das ist der Laden, das ist Peepaw, hier sind die Videospiele. Ich kenne diese Läden, wo alles drin ist, ne? Wo wirklich dann auch so Regale noch sind. Also es gab mal eine Zeit, in der alle Läden erkannt haben, so wie heute halt Kioske, dass damals Spiele einfach mega gut zu verleihen waren. Und dann irgendwann hat das jeder angeboten. Das muss ich mir auf jeden Fall... Also okay, das ist jetzt aber echt ein bisschen... Also ihr habt auch Aquarien... Wie viele Nachtaquarien verkauft ihr denn? Wie viele Notfallaquarien hast du denn heute losgeworden? Das ist ja, also bei den Videospielen dachte ich, okay, das kriegt man doch erklärt, aber Aquarien? Ich meine, das ist irgendwie cool. Irgendwie cool. Aber irgendwie auch, was? Habt sogar ein Bild davon. Das hat er doch privat aufgenommen. Das ist so verrückt. Ach, hier, der Ski-Freak. Ah, das ist der eigentliche Grund, warum es hier so gut läuft. Die Bilder. Da würde ich gerne wissen, sind das rechtefreie Bilder? Oder wenn man die so verpixelt, sind die dann rechtefrei? Auf jeden Fall sind sie jugendfrei. Aber sind sie auch rechtefrei? Gotcha.
So you're not stealing anything? My apologies. Alter, was ein Typ, ne? Steht da direkt neben dem Porno-Eingang, um jeden zu überraschen. Und währenddessen nehmen die Leute hier die Sodadosen mit. Das wird doch alles geklaut, du Dödel. Okay, wir machen jetzt ganz kurz ein Päuschen, bevor wir unsere, und das wird mega spannend, unsere Wäsche abholen. Wow, was kommt als nächstes hier bei After Dark? Das darf ich euch nicht sagen, denn dann müsste man mich töten. Bis dann, wir sehen uns nach der Werbung. Tschö. Jetzt auch nicht? Ja, jetzt wieder. Alter, das ist ein Scheiß. Hallo, herzlich willkommen zu After Dark mit dem heutigen Spiel Bloodwash. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt, dass der Ton nicht ging. Das liegt aber nicht an mir, sondern ich habe den eben ausgestellt, weil wir in der Werbung, wollte ich den aushaben. Und was ich gerade gemerkt habe, ist, dass der Ton dann konsequent für alle anderen Einstellungen hier auch ausgeschaltet wird. Das ist nicht das, was ich wollte. Da muss ich ihn wahrscheinlich nicht ausstellen, sondern muss ich ihn einfach runterdrehen. Ja, wir haben eben gerade schon gesagt, ihr habt es nur lippenlesetechnisch bei mir erkennen können eventuell. Der ein oder andere von euch, der Lippen lesen kann, der weiß jetzt mehr als andere. Ich habe kurz erzählt, dass wir hier ja wir sind weiterhin auf der Suche nach sauberer Wäsche sind und der Womb Raider ist auf dem Weg. Wahrscheinlich hat er uns im Visier. Und eben gerade habe ich schon gesagt, verdammt, er heißt nicht Womb Raider, er heißt Womb Killer. Aber ich finde Womb Raider irgendwie besser. Naja, wir spielen jetzt weiter. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir gleich gucken, was aus der Waschmaschine rauskommt. Huhuhu, spannend. Okay, da ist das Spiel. Und hier ist die Waschanlage. Womb Killer, Womb Ripper heißt der. Oh Mann, das ist kein sehr eingängiger Name. Ich glaube, da könnte man sich noch bessere Namen aussuchen. Wie zum Beispiel Womb Raider. So, jetzt ist es fertig, oder? Ich habe 8 Minuten gewartet. Scheiße. Okay, das ist ja furchtbar. Also, die Wäsche ist nass. Und ich habe keine Münzen mehr. Und der dämliche Angestellte geht natürlich jetzt nicht mehr ran. Hallo, meine Wäsche ist nass und draußen ist der Womb Ripper. Ich bin vielleicht schwanger, hallo? Interessiert sie nicht, ne? Interessiert keinen Menschen hier. Erzähle ich gleich mal. Die einzige Seele, die hier noch rumsteht, Keanu Reeves. Doing a late night wash too. Oh Gott, yeah. Sie hat wirklich denselben Dialog. Sie hat denselben Dialog. Well, if that's true. Wer ist hier der NPC? Du bist es, Frau. Ist doch wahr. Münzen, Münzen? Jetzt sagt sie, sie braucht nicht mehr. Doch, du brauchst mehr. Vielleicht ist er ja hier. Nee, ich krieg's nicht auf. Jemand meinte, versuch doch mal mit dem Schlüssel, ist auch eine gute Idee, mit dem Schlüssel diese andere Tür aufzukriegen. Denn die Frauenklotür ging ja mit dem Schlüssel auf. Okay, hier ist er nicht. Also geht vielleicht auch die andere auf. Ey, irgendwie mit den Items ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, warum man die manchmal nicht, warum man die nicht zeigt. Was da genau, ich meine, ich kann nicht viel mehr machen, als alle Buttons drücken, die es gibt. Ah, okay. Habe ich denn überhaupt noch den Schlüssel? Ich habe ihn gar nicht mehr. Doch! Oh, es geht auch!
Ich bin mir nicht sicher, ob das der Besitzer des Waschsalons ist. Wollen Sie eine mysteriöse Maske haben? Ich schieb sie Ihnen unten durch. Was unangenehm. Okay, hier geht es um einen Polizeireport, der einen Verdächtigen namens Louis Kennedy beschuldigt. Okay, ich habe mehrere Sachen, die ich Leuten zeigen kann, um dann herauszufinden, ob die darüber was wissen. Alter! Bist du nackt? Ach, das ist ein Manneke, einfach nur. Kennt ihr den Film aus den 80ern? Ein Traum. Ganz toll. So hätte unser Leben als Nerds immer sein müssen. Alter, fällt das Ding einfach nur um. Okay, was damit? Das ist der Polizeibericht. Das ist ein weiteres themenbezogenes Comic rund um Kinder. Auch da geht es wohl darum, ja, dass sie ihr Kind... Sehr abstrakt, ich verstehe es noch nicht. Sie kämpft gegen sich selbst. Achtung, Brüste! Brustalarm! Ich bin mir nicht sicher, ob sie... Alter, das ist ganz schön interessant, aber ich habe jetzt einfach nicht die Zeit, mir das alles anzugucken. Ich habe das Gefühl, dass die Macher des Spiels auch diese Comics so als Konzept von Anfang an hatten oder vielleicht sogar die Comics hatten und dann überlegt haben, wo kann ich die gut verwenden oder die eh noch hatten. Also in irgendeiner Form ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Disappeared, okay. Reapers Nummer 2. Es ist schon wirklich sehr aufwendig gemalt. Also jeder, der jetzt irgendwie denkt, naja, das könnte ich auch. Ja, aber es dauert halt sehr, sehr lange, ne, bis man alle Panels alleine gezeichnet hat. Und es ist auch voll despektierlich, wie ich da einfach nur so durchseppe. Aber so viel Zeit, obwohl ich auf meine Wäsche warte, habe ich dann doch nicht. Aber es erinnert mich wirklich sehr an diese ganzen nostalgischen Emotionen der 90er, Ende der 90er mit Spenstergeschichten. Wo dann immer, meistens enden sie ja mit seltsam, aber so steht es geschrieben. Hier könnt ihr euch gerne mal die Leute angucken, die das hier gemacht haben. Ja. Ist interessant. Bringt mir aber hier jetzt, Alter, noch eine. Hilft mir hier jetzt aber auch nicht weiter. Ah, das ist geil. Der Runaway Train da oben rechts, der erinnert mich so ein bisschen an Bane. Aber das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Bane is a Pain aus dem dunklen Turm. Den ich euch wirklich immer wieder gerne wärmstens ans Herz lege seit über 10 Jahren. Das Schöne ist ja, dass man hier auch beim Warten natürlich Zeit hat, sich das alles anzugucken. Also, wenn ich jetzt alleine spielen würde, mir gefällt es eigentlich schon ganz gut, würde ich mir das wahrscheinlich alles durchlesen, weil ich glaube, dass da einiges auch zur Story vielleicht versteckt ist. Birdman. Oh Mann, okay, wird interessanter und ich habe ja aber leider auch noch lange nicht alle aufgesammelt. Okay, aber jetzt habe ich alle Items einmal benutzt. Okay, so, damit... Gehen wir jetzt mal auf Leute zu. Blaine, Leute, nicht Bane. Ich bin heute ist wirklich ganz schlimm. Heute fallen mir alle Wörter schwer. Blaine. Mann, Simon. But he disappeared one day. It's the aliens, I tell ya. Louis is looking down on us poor schmucks right now from the cosmos. Don't know how you got that, but it's the aliens. Der gehörte zu dem alten Waschsalon. Er hier geht natürlich nicht an den Tresen. Talks about a laundromat burning down, most of the details are too faded to read. Ja, das haben wir ja eigentlich auch schon in Erfahrung gebracht. Da kann ich kurz, wenn ich schon mal da bin, kann ich ja mit diesem Item nochmal ihn befragen.
Don't know how you got that, but yeah, I knew Lewis. It's the alien. Yeah, sad day. Used to do my laundry there, and let me tell you, it was a lot better than this shithole. Had this real hot chick working there too. Das scheint ja wirklich euer Lebensmittelpunkt zu sein, dieser Waschsalon. Shame she got pregnant. Had real potential to be a passenger on the D train, if you know what I mean. Penis. Du meinst Penis. Das ist ja das, was wir eben hatten. Haben wir noch was? Nee. Kann ich auch dazu fragen? Not my. Okay. Was habe ich hier um die Ecke? Aber da liegt was, oder? Ja! Oh, 0451. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo gab es denn die Möglichkeit, irgendwas einzugeben? 0451. Da, es gab, glaube ich, schon irgendwo eine Möglichkeit. Ha. Old Lewis was a real son of a bitch. Had a real eye for the younger girls, he did. Don't mean to gossip, but I have it on good authority he was the one who knocked up that poor girl who worked for him. Can't remember her name, but between that scandal, the fire, and then the disappearances, I would say all the details will never be known. Old Lewis was a real son of a bitch. Had a real eye for the younger girls he did. Don't mean to gossip. Can't remember her. Was a real shame. Sometimes the only way to hide a secret is to burn it. Das ist doch vielsagend, was E.T. da von sich gibt. Der sieht schon ein bisschen aus wie E.T., oder? E.T. nach Hause konsumieren. Könnte sein Spruch sein, wenn er wirklich Werbung machen würde. Aber ich glaube, ihm ist alles egal. Er hat sich längst aufgegeben. Ach na, ich habe ja noch... nee, das Telefon habe ich auch noch, ja. Aber... ich habe noch irgendwie ein, zwei andere Sachen. Ich weiß nur gerade nicht, welche. Don't know who that is, but he sounds like a real asshole to me. Look, I don't know anything about that. I just opened up shop not long ago. However, I'm no detective. But if you ask me, I think it has something to do with the sounds I hear at night outside. I don't want you to think I'm losing my marbles, but I hear some weird things out there some nights. Just... screams, I guess. Okay. Das war leider wenig hilfreich. Ich glaube, jetzt haben wir auch den Pizzaplatz noch, aber dann, oder? Ja, dann haben wir, glaube ich, leider alles abgegrast. Lewis Kennedy? Nope. Never heard of him. Wish this place would go up in flames next. Just kidding. Naja, du hast ja einen Ofen. Du kannst das, wenn du unbedingt willst, schon arrangieren. Crane Machine. Nee, hab ich kein Geld. Also ich bin ein bisschen überfragt, was ich hier jetzt groß noch machen soll, weil ich finde den Manager ja nicht. Oh, ich sehe gerade, auf Steam gibt es ein kleines gratis HP Lovecraft-Spiel mit sehr guten Bewertungen. Heißt Dagon. Danke, Ogas. Oh,
Orgasmus. Guck ich mir mal an, habe ich mir irgendwann von der Weile schon mal aufgeschrieben. Wir haben schon über alles Louis was, ne? Don't mean to gossip. Can't remember her name. Okay, wenn ich jetzt bald nicht weiß, wie es weitergeht, werde ich wahrscheinlich hier auch aufhören. Aber ich versuche es noch mal ein bisschen weiter. Ich hatte eigentlich irgendwie gedacht, dass hier... Ja, ich dachte einfach, das geht hier ein bisschen zügiger voran. Das ist ja wirklich nur warten auf Wäsche. Was liegt denn da rum? Ach, das ist das Mannequin. Okay, ich habe jetzt einfach meine weiße Wäsche, meine nasse weiße Wäsche und weiß nicht genau, wo kann ich die trocken bekommen. Nochmal Trockner benutzen scheint nicht zu gehen. Der Dude geht nicht ran, vielleicht. Nee, okay. Okay, wir denken mal an die Nummer. Hä? Was? Seit wann geht das denn auf? Seit wann geht denn die scheiß Tür auf? Ja, okay. Das ist jetzt nun wirklich nicht schwer. Jetzt werde ich hier irgendwo meinen Code am Computer wahrscheinlich eingeben müssen. Ah! It's the employee. He's been ripped to shreds. I need to call the police. Ja, Moment, runter damit. Ist hier ein Telefon? 911, what's your emergency? Hello? My name is Sarah. You need to send someone now. I'm at the... Shit! Dispatch said they got a call coming from out here. I can't seem to be able to find anyone. What? Ach so, ich spiele jetzt den Polizisten. Oh Mann. Da gehe ich natürlich direkt hier hin. Wait a minute. Is that someone crying? It sounds like it's coming from that office by the pizza place. Hello? Is anyone there? This is the police. If anyone is there, then come out now. There's something wrong here. Das hat ein bisschen was von diesen Cop-Cams, ne? Diesen kleinen Kameras, die Polizisten die Schamlappen tragen müssen. Nur, ich stelle mir das gerade vor mit der damaligen VHS-Kamera. Einen Meter Abstand. Wo man so die ganze Zeit, wo du so Rückenschmerzen kriegst, weil die ganze Zeit dagegen. Und dann versuchen wir einen Verdächtigen hinterher zu rennen mit dem Ding. Also wie wären sonst diese VHS-Streifen hier? Some kind of business plan, nothing to do with what I'm looking for. Business plan? Is it you I'm looking for? Schau mal nicht. Ach du Scheiße, häng ich fest? What the fuck was that? Holy Jesus. Was it holding a child? Mann, das war der Womb Ripper. Thank you.
Okay. Also, jetzt habe ich doch gerade alle Türen einmal probiert. Entschuldigung. Sorry. Ob man mich dafür belangen kann? Ja. Das geht also scheinbar alles nicht auf. Nur hier. Ah, okay, das ist der Office Key. Dann rennen wir doch nach draußen. Also der Sound ist schon relativ gut. Ach so. Ja, dann muss ich wahrscheinlich auf der anderen Seite irgendwas. Da war doch eben die eine Tür noch. Okay. Mach euch mal die Spielmusik ein bisschen lauter. Weil es irgendwie ganz geil klingt. Da ist jemand auf dem Synthesizer mit einem Schlaganfall zusammengebrochen. Er kämpfte um sein Leben. Das ist das, was ich da raushöre. Aber gut, irgendwie. Ach komm, jetzt ernsthaft? Was, wofür war denn dann die ganze Scheiße hier? Ich kann es gar nicht glauben. God, am I glad to see you. You gotta help me. There's some crazy person running around with a knife. Slow down. It's okay. Just follow me and I'll get you out of here. What? Was ist jetzt passiert? Der ist auch noch voll nackt. Shit. There has to be another way out of here. Du hast eine Knarre. Der ist nackt und hat ein Messer. Das gibt's doch nicht. Der feigste Polizist aller Zeiten. Ah! Mein Gott. Schön stirb langsam Vibes. Und dazu die ganze Zeit Jimi Hendrix. Ich mache jetzt mal für euch wieder ein bisschen leiser. Ich hatte es ja ein bisschen. Dann noch ein bisschen weiter. So. Was ist das jetzt? Meet the Boom Ripper. Auf jeden Fall, der Hammer wird noch wichtig werden. Hallo Polizei, jetzt hat er auch noch den Laden zugekettet.
Eigentlich hätte ich sehen müssen. Ne? Ich habe ja von hier schon dieses Blut auch gesehen, aber es ist, mein Gott, könnte auch sein, dass er einfach Dünnschiss hatte und irgendwie auf dem Weg ist er da an die Ecke. Aber man weiß es halt aus der Entfernung einfach nicht. Oh, noch eine Tür. Ah, for Building Repair Company. Ah, okay. Die Wände mussten quasi repariert werden und das wiederum gibt mir natürlich die Idee, da nochmal jetzt mit diesem Wissen genauer nachzugucken. Vielleicht wohnt er ja in der Zwischenwand. Hier los. When the bell breaks, the cradle will fall. And down will come, baby. Ihr seht es selbst. Waren das nur einfach ein Haufen Gedärme in dieser Waschmaschine? Oder was ist da passiert? Mann, Digga! Das mit der Wand haben wir doch geklärt! Ah, warte mal. Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwas. Wahrscheinlich muss ich die drüben aufmachen. Mit vielleicht einem Öffner von drüben, vielleicht sogar hiermit? Schade, das wäre ein guter Trick, finde ich, gewesen. Damit auch nicht. Das hier Heft. Nee. Ah, der Hammer. Ja. Ah, die sind ja nebeneinander gebaut worden. Und hier war das Feuer. Da haben die einfach direkt daneben angebaut. Warum nicht, ne? Die Kundschaft, die hast du ja schon. Denen ist egal, ob sie eine Ecke weiterlaufen müssen. Aber die ganzen Maschinen, die waren doch noch gut. Okay, irgendwie hat das gar nicht so viel gebracht, wie ich irgendwie gehofft hatte. Hier halt Toilette, hier kannst du nichts aufmachen, hier geht auch nichts groß zu machen. Okay, scheiße. Dann vielleicht hier weiter gucken. Mann, hier war ich doch eben schon. Okay, nochmal genauer. Da lang. Ach klar. Oh Mann. Ha! Main suspect in police investigation disappears. 45-year-old Louis Kennedy has gone missing. Von dem habe ich ja die Akte. Top suspect, the grizzly crime of an arson and alleged kidnapping murder of a young woman has eluded authorities. Sources say that Kennedy had been under surveillance for a few weeks. And at some time over the course of last night had broken contact with officers and has not been seen since. Authorities issued a warning for all residents in the area to be on the lookout for this potentially dangerous individual. Das haben die auch aufgehängt in meiner Nachbarschaft, als ich da hingezogen bin. Halte ich auch für ein bisschen übertrieben. Also wenn hier nicht sowas wie der große Waschmaschinengeist beschworen wird. Ja, ich bin eindeutig da, wo der
Waschmaschinenkiller, wie ich ihn ab jetzt nenne, wo er sein kleines, quasi gemütliches Ein-Zimmer-Apartment hat. Habe ich hier vielleicht was für? Nein, habe ich nicht. Wahrscheinlich ist es der Besitzer, oder? Von dem Laden. Das würde nur Sinn ergeben, weil der war plötzlich weg und ward nicht mehr gesehen. Okay. Jetzt habe ich immerhin ein Flashlight. Flashlight. Aha. Na, wo ist es denn? Warum habe ich es? Okay, scheinbar muss ich das gar nicht groß anwählen. Hier kann ich nicht viel machen. Ah, ich hab's weggeschoben. So many knobs and so little knowledge. Das klingt wie mein erster Geschlechtsakt. Kann ich hier? Nee, kann ich sicher nicht. Okay, er kommt auch nicht hinterher, das ist schon mal gut. Hier ist doch eindeutig irgendein Regler. Okay, passiert einfach gar nichts. Shit! Okay, der ist beinahe schon irgendwie mumifiziert, oder? Glück hat er in bester Resident Evil Manier Tagebuch geschrieben. Moment, was war da mit Kind? And I have my child to think about now. Ja, sorry, aber das wird nichts mehr. Ja, ist halt. Shit! Das Problem, was ich habe mit diesem Text, ist halt einfach, dass die mir zum 25. Mal erklären, da ist ein Killer, der tötet Frauen, die schwanger sind, 3, 4 andere Frauen hat er schon erwischt. Ich muss es doch nicht nochmal hören. Und nochmal. It made me swallow a key. Okay, jetzt habt ihr mich zumindest. Ah, ist wirklich unangenehm. Aber jetzt muss ich mit dem Skalpell... Alter, ist das ihr Gesicht? Es ist einfach mal ihr fucking Gesicht, was da rumliegt. Ekelhaft. Okay, jetzt muss ich den Körper aufschneiden, weil sie den Schlüssel verschluckt hat. Ah, da muss ich hin. Moment, was, wo? Ja, aber ich will doch zu der Leiche. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Muss ich jetzt wirklich, kann ich jetzt nicht mehr zurück? Da ist sie, okay. Ach. Der Chat. Simon, der Killer hat schon mindestens 3 Frauen umgebracht. Du solltest höllisch aufpassen. Ja, danke, Chat.
Wenn ihr das so sagt, darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Schnippischnapp mit dem Skalpell einmal straight vertikal nach unten. Da ist der Schlüssel. Er hing draußen am Bauch. Okay, jetzt kann ich durch, ne? Was waren das für eine verwinkelte Waschmaschinenorganisation? Wir haben eindeutig viel zu viele davon. Und zu schlechte. Okay, ja, der ist tot. Oh my god. It's a corpse. It looks like it's been here for years. There's a wallet sticking out of his pocket. What? The driver's license belongs to Lewis Kennedy. But this doesn't make any sense. I need to get out of here and call the police. Somit wissen wir, dass der ursprünglich angedachte Mörder nicht der Mörder ist, sondern nur ein weiteres Opfer. Oh, es wird ja immer ekelhafter. Oh mein Gott. Das ist ja, also auch von der reinen Artistik ist es ja wirklich ganz furchtbar. Das ist ein Panda-Bär. Okay, das gucken wir uns nicht genauer an, aber schön gemacht. Ich bin allerdings froh, dass wir das nicht mit guter, ist das ekelhaft, mit guter Grafik uns angucken. Ah, wieder so ein Mannequin. Finde das Kind. Was zum Teufel ist das für ein Waschsalon? Waschmaschinen Central. Komm auch du zu Waschmaschinen Central. Wir haben Waschmaschinen, aber auch Trockner. Munition und eine weitere Puppe. Die obere Hälfte. Gerade die, die man nicht braucht. Von der Puppe. Ja, ärgerlich. Was mache ich denn jetzt damit, oder? Was soll ich denn damit machen? Okay. Aber ich habe ja was anderes bekommen. Kann ich das vielleicht irgendwie öffnen? Schlüssel, das. Oh, vielleicht hiermit. Ja, genau, Chat. Waschmaschinen-Erlebnisland. Kommen auch Sie zu Waschmaschinen-Erlebnisland. Begeben Sie sich in die weltweit größte Waschmaschine der Welt und lassen Sie sich anschließend im größten Trockner der Welt einmal so richtig durchpusten. Hängen Sie auf unseren gemütlichen Wäscheleinen so einmal so richtig ab. Mein Gott, da ist überall Blut drin. Wer hat diese ganzen Waschmaschinen und die laufen die ganze Nacht? Das ist ja eine unfassbare Energieverschwendung und Blutverschwendung. Okay, ich will wirklich nur noch raus. In Scheiß will ich das Kind finden. Ich will den goldenen, wie war das bei, hier, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ich will den Dolch haben. Mann! Es gibt nichts. Ach ja, warte, da war ja was, ne? Ja, hab ich nicht. Warum nicht? Der Hammer, auch nicht. Scheiße, warum nicht der Skalpell? Auch nicht. Der Schlüssel ist es leider auch nicht. Eventuell eins der Hefte? Nee. Da. Der Puppenkopf. Fuck. Es sind einfach.
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Okay, die Tür geht nur in eine Richtung auf. Ich kann aber hier wieder lang. Das ist ja... Nee, das ist ein Messer. Ich dachte, das ist der andere Puppenkörper. Oh, das ist die Hand, an der die Waffe war, die zu den Polizisten gehörte, den ich eben noch gespielt habe. Das ist doch gleich viel besser. So, in welche Waschmaschine habe ich nochmal meinen Kopf getan? Okay, ich sehe schon die eine, die läuft. Die müssen wir irgendwie aufmachen, oder? Ja, die laufen noch alle. Sie laufen alle. Okay, ich kann eine davon aufmachen. Ah, nee. Okay, eine davon läuft noch. Ich glaube, der Sound kommt von einer dieser... Das will er einfach. Aber ich glaube, ich bin ganz nah. Das muss doch irgendwo hier irgendwas damit zu tun haben. Vielleicht soll ich auch einfach wahnsinnig werden hier. Okay, komm. Ups. Achso, Entschuldigung. Ich dachte gerade, mir ist gerade hier mein OBS... ist weggeploppt und ich dachte, ich wäre weg. Okay. Ich verstehe einfach überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Ja, das hat auch nicht geholfen. Wie kann der Typ überhaupt verloren haben mit einer Waffe, die unendlich viele Schuss hat? Warum sind diese Bretter immer so verdammt hell? Oh oh, jetzt kann ich nur nicht mal mehr hier rüber. Ah nee, konnte ich eh nicht, ne? So? Ich denke mir, okay, kann ich die Bretter vielleicht nehmen? Und wenn ich noch Nägel hätte, sie irgendwie hier, also drüber hier legen oder so. Aber dann wiederum denke ich mir, das Spiel sieht nicht so aus wie eins dieser Spiele, wo man so viel machen kann. Ha. Tja, ich weiß es nicht, ne? Ich bin wirklich ein bisschen überfragt. Auch da, dieser untere Leib. Der ist doch von der Puppe. Warum kann ich das vielleicht, kann ich das ja irgendwie zusammenfügen? Nee. Einmal kurz gucken, was ich hier habe als vielleicht sowas wie nehmen. Action, Whip. Mit E geht das nicht. Ich habe das Gefühl, ich müsste hier irgendwie rüber. Versucht das Schloss aufzuschließen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe genug Filme gesehen, um zu wissen, dass das ja eigentlich nur klappen kann. Sehr gute Idee. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Come out, you asshole! I'm ready for you! Doch nur eine Puppe! Was haben wir hier noch? Ein Taschenrechner, damit er kalkulieren kann. Ich habe gestern 3 schwangere Frauen erledigt mit 2 Kindern und... Vorgestern 5 schwangere Frauen, da waren 6 Kinder drin. Wie viele Kinder habe ich denn jetzt insgesamt?
Mann, 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 Mathe ist schwer. Ich hätte doch nicht Killer werden sollen. Zum Glück habe ich die Lampe. Und die Waffe. Das Peace-Symbol ist toll. Ah! Ah! Huiuiui! Huiuiui! Eine Sekunde in den Chat geguckt! Eine Millisekunde in den Chat geguckt! Und schon kommt der Womp-Ripper und reißt mir ein neues Arschloch auf den Bauch. Wo? Wie? Ah, was denn? Fall ich runter oder was? Bin ich runtergefallen? Bin ich einfach runtergefallen von der Map? Trocknet meine Wäsche! Okay, ich hänge hier einfach fest, ne? Ich hänge hier halt wirklich einfach fest, out of bounds. Naja, immerhin habe ich mich vor ihm retten können. Also da kriegt er mich nicht. Ich bin nämlich out of bounds, Alter. Ja, scheiße. Und jetzt? Jetzt bin ich ja wirklich raus. Das war doch gerade das Finale, glaube ich. Ja, toll. Okay, dann muss ich wohl... Nee. Und wenn ich jetzt rausgehe und dann wieder reingehe? Mal gucken, ob das geht. Ansonsten sind wir leider am Ende. Weil ich jetzt nicht nochmal von vorne anfangen kann. Are you fucking kidding me? Jetzt bin ich wieder am Anfang. Wie unbefriedigend. Wie deprimierend. Da haben wir doch kurz, da waren wir doch so schon so weit. Jetzt wollte ich wirklich gerne wissen, was denn jetzt passiert wäre, wenn ich den jetzt erledigt hätte. Naja, auf jeden Fall also kein gutes Spiel. Ich möchte ehrlich sagen, ich mag trashige Spiele ja schon sehr. Ich bin großer Fan von diesem alten Style, den man hat, wenn man so PS1-Spiele emuliert. Da muss man dann eben auch, wie man ja gesehen hat, nicht so viel machen, damit der Horror im Kopfe des Spielers erzeugt wird. Aber, dass das jetzt hier, Chapters, okay, jemand sagt Chapters, gute Idee. Aber dass das jetzt hier nicht nur abkackt, sondern dass es sich teilweise auch so extrem zieht, fand ich dann so mittelgut nur. Da habe ich schon Besseres gespielt. Aber ja, ihr habt recht. Wir haben Chapters, dann machen wir das noch kurz. Da steht's ja auch, genau. Chapters. Alter! Das seht ihr? Doch, seht ihr nicht. Jetzt seht ihr. Das ist nämlich leider immer noch nicht am Ende. Das wirkt ja so ein bisschen, das hier wäre wahrscheinlich der Part. Stattdessen müsste ich nochmal Officer Burton spielen. Das ist doch bescheuert. Das schaffe ich jetzt auch nicht mehr. In den paar Minuten, die ich habe. Na gut, wir können ja mal versuchen, ob ich mich hier ein bisschen speedrunnen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir es heute noch zum Ende sehen. Dispatch. Da, gehen wir direkt. Ich spüre, im Pizzaladen gibt es eine... Nee, muss ich wirklich erst hier rein und dann? Okay. It's... So fühlt sich alles bei mir gerade im Inneren an. Genau so. Ja, ich wollte doch aber jetzt das Ende sehen. Ich habe nicht mal was gemacht. Um mich rum ist alles scheiße geworden. Musik.
Oh Leute, es dauert echt zu lang. What? Direkt geschossen. Ja genau, er braucht ja den Schlüssel. Mann, das ärgert mich. Warum ist denn auch nicht das nächste Kapitel freigeschaltet? Warum denn nur? Das ist ja wirklich super dumm. Ach komm, ich schaff das nicht mehr. Ich schaff das heute wirklich nicht mehr. Schade. Nee, komm, das ist wirklich ärgerlich. Also ich hätte ja Bock gehabt auf euch, so auf den After Dark Flair. Aber das nervt mich jetzt doch ein bisschen zu sehr, dass nicht nur nicht das Ende war, sondern auch hätte ich die ganze letzte Mission jetzt auch mal hätte spielen müssen. Ich finde es ein bisschen unbefriedigend, aber ist es halt nicht. Ne? Wir können nicht alles haben. Manchmal muss man auch sagen, so, nach Hause, ihr seid selbst schuld. Das ist die Schuld des Entwicklers, du Drecksau. Warum hast du so schlampig programmiert? Dich müsste man mal in eine Waschmaschine in kleine Stückchen Scheiben schneiden, damit du reinpasst. Dann einmal den Vollwaschgang, einmal jede Pore so richtig durch mit dem hier mit dem großen Reinigungsmittel und vorwischen. Und dann wieder zusammenbauen und dann kannst du die Scheiße nochmal reparieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war After Dark mit Bloodwash. Ich werde es nicht weiterspielen. Ich glaube, dafür ist es dann doch zu nichtssagend, zu generisch. Aber es hatte ein paar schöne Ideen. Der Anfang hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Dann wurde es irgendwann ein bisschen langweilig. Aber ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, warum es mir gefallen hat. Weil ich mir dachte, ey, es heißt schon so Bloodwash. Es ist neu rausgekommen. Es sah irgendwie auch interessant aus. Also habe ich gedacht, wir spielen das mal. Aber 2 Stunden reichen jetzt wirklich. Aber auch das reicht bei diesem Spiel. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir werden uns nächste Woche dann wieder mit irgendwelchen anderen Titeln sehen. Wenn ihr das jetzt gerade als VOD seht, dann schreibt doch mal ein paar Titel, die ich spielen soll, rein. Dagon habe ich mir gemerkt. Ich habe auch 1-2 andere. Es gibt dieses, da können wir uns kurz, warum eigentlich nicht? Lass uns doch kurz noch mal was angucken, was mich total interessiert. Mir haben das auch ein paar Leute schon auf Rocket Beans TV ins Forum geschrieben. Choo-Choo Charles. Ich sage euch, Leute, das ist richtig sicker Shit, glaube ich. Warte, ich mach mal. Und zwar ist das. Irgendwie hat das was mit dem Zug zu tun. Einem Spinnenzug, der uns hinterherläuft. Das ist Blaine. Blaine is a pain. Da habe ich, als ich das gesehen habe, auch zum ersten Mal wieder seit langem an der dunkle Turm gedacht. Ich meine, ihr wisst natürlich alle, wo das herkommt, nehme ich an. Es gab ja Mods für Skyrim unter anderem, bei denen bestimmte Gegner, glaube ich, ausgetauscht wurden gegen hier Charlie the Choo-Choo Train. Und das sah einfach schon sehr, sehr lustig aus. Oh, irgendwie geht's hier nicht weiter. Und, na gut, dann machen wir nochmal neu. Und ich glaube, dass das so ein bisschen aus dieser Idee entstanden ist. Aber die Idee an sich finde ich schon ziemlich cool. Ich bin mir noch nicht sicher, was genau einen hier erwartet. Ne? Aber komm, wir gucken noch mal. Wir gucken noch einmal rein. Warte, vielleicht gibt es hier auch mehr Trailer. Nee, gibt es wirklich nur das? Sehr traurig. Ja, ihr meint natürlich Thomas the Train Engine. Kennt man auch, ne? Das gibt es wirklich mittlerweile als Mod für so viele Spiele. Stimmt schon. Aber es hat, glaube ich, angefangen mit Skyrim.
Das alleine, ne? Dieses Vieh ist hinter dir her. Du kannst es wahrscheinlich durch Beschuss dann und wann aufhalten. Irgendwann sind diese komischen Pappkameraden, mit denen man Dialoge hält. Weiß ich nicht warum. Als wäre es alles ein riesiges Spiel nur, in dem man Kandidat ist. Und vielleicht wurde er da gerade irgendwie abgelenkt oder man hat ihn irgendwie gesehen, kann dann Teile aufsammeln, damit seinen Zug reparieren und so ihm entkommen. Sehr, sehr schöne, interessante Idee, muss ich sagen. Kann ich mir super schwer vorstellen als Spiel. Aber irgendwie, ich glaube, das könnte echt was werden. Also es ist irgendwas Kleines, Cooles. Und es sieht abgefahren aus. So, das ist jetzt nochmal mein Rausschmeißer gewesen. Das kommt aber erst nächstes Jahr, erstes Quartal 2022. Habe ich aber direkt schon hier auf der Wunschliste. Und ja, damit mache ich jetzt aber wirklich Schluss. Diese Titel müsst ihr mir also nicht mehr reinschreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt After Dark. Ich gehe jetzt nach Hause und weine mich in den Schlaf. Bis dann.